Ja, heute wollen wir uns mal mit den Variablen beschäftigen. Also mit Unbekannten in unserem Programm, denen wir Werte zuweisen. Dafür müssen wir einfach in unsere Main-Funktion, die ich hier schon habe, ein Int und dann einen Namen unserer Unbekannten geben. Also unser Unbekannter hat jetzt den Namen Zahl und davor einen Datentyp. Der Datentyp beschreibt einfach, wie groß unsere Unbekannte werden darf und welche Art von Zahlen, Buchstaben, Kommazahlen da reinpassen soll. Beim Integer passen jetzt nur ganz Zahlen rein, also keine Kommazahlen, noch keine Buchstaben, nur ganze Zahlen. Und bei anderen Datentypen sieht das dann dementsprechend anders aus. Jetzt hat die Zahl noch keinen Wert, jetzt wollen wir der noch einen Wert zuweisen. Dafür schreiben wir dann Zahl gleich den Wert, den wir gerne hätten. Ich mache jetzt mal gleich Wert 4. Jetzt weiß das Programm, dass die Unbekannte namens Zahl den Wert 4 hat. Wenn wir das Programm jetzt ausführen würden, dann wird da nichts passieren, weil wir noch nicht gesagt haben, was er mit den Informationen machen soll. Wir können jetzt mit dem cout-Befehl uns die Zahl wiedergeben. Dafür schreiben wir einfach cout und dann Zahl. Ich mache noch einen Endliner rein, damit es schön ordentlich ist, also noch eine Leerzeile am Ende. Und das können wir mal ausführen. Dann müsste das Programm uns jetzt die Zahl 4 wiedergeben. Und zack, macht es. Jetzt können wir hiermit auch noch rechnen mit den Zahlen. Also wir könnten jetzt 4 mal 2 schreiben. Wir könnten auch 4 durch 2 schreiben. Und Plus und Minus all das. Ich mache jetzt mal 4 durch 2. Dann müsste da die 2 rauskommen. Könnte man ja ausprobieren. Aber ich will jetzt noch, nachdem die Zahl 4 durch 2 definiert ist, will ich die nochmal um 1 verringern. Dann schreibe ich Zahl minus minus. Dadurch wird die Zahl nochmal um 1 verringert. Dasselbe könnte ich auch mit plus plus machen, dann wird die Zahl nochmal um 1 erhöht. Wir können es mal testen. Da müsste jetzt die 1 rauskommen. Zack, hier die 1. Genau. Was können wir noch machen? Wir können uns jetzt einfach noch eine weitere Variable definieren. Dann schreibe ich wieder int und dann den Namen. Ich nenne das mal einfach a. Und der Variable a gebe ich dann den Wert 2. Dann könnte ich jetzt hier bei der Zahl 4 durch a schreiben. Das heißt, der benutzt jetzt den Wert von der Variable a. Und dann dürfte sich jetzt nichts geändert haben. Das Programm müsste uns jetzt immer noch die Zahl A1 wiedergeben, genau hier. Genau, da können wir jetzt noch andere Variablen einbauen. Was jetzt vielleicht noch wichtig wäre, ist, dass man, wenn man jetzt hier die Zahl 1 raus hat am Ende, man die Zahl nochmal, die Zahl, die man raus hat, nochmal mit, sagen wir mal, A addiert. Gucken, was dann rauskommt. Da müsste jetzt die 3 rauskommen. Genau, die 3 kommt raus. Wie man das Ganze kürzer und auch schneller schreibt, ist so, dann schreibt man plus gleich a. Das heißt, dass die Zahl nochmal mit a addiert wird. Genau, da dürfte sich jetzt nichts geändert haben. Dann müsste jetzt die 3 rauskommen. Und genau, so definiert man sich seine Variablen und rechnet damit. Da kann man jetzt noch ganz viel mit rumspielen, noch andere Additionen und Multiplikationen und Rechenaufgaben machen und so. Aber das ist jetzt erstmal die Grundlage, wie man Variablen definiert und auch damit rechnet.